Hallo, guten Morgen. Ja, jetzt bin ich hier mit dem versprochenen Live. Und zwar versuche ich jetzt hier zu schauen, ob ich live bin auf dem iPad, damit ich auch eure Kommentare sehen kann. Und ja, so funktioniert es doch besser. Hallo, hallo. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Hallo Christiane. Guten Morgen, Ingrid. Ja, ich habe ja hier eine wunderschöne Kreation gehabt die letzten Tage. Und ja, es gibt nichts. Hallo Jana, guten Morgen. Es gibt wirklich nichts in unserem Leben, was wir nicht selber kreieren. Das Leben ist unser Film, das ist unsere Geschichte, die aus uns heraus entsteht. Hallo Claudia. Und danke Christiane, guten Morgen. Und ja, hier ist was passiert in dieser Gruppe, was auf den ersten Blick natürlich irgendwie nicht schön erscheint und was mich auch wirklich sehr mitgenommen hat. Am Montag und auch am Dienstag. Und das ist immer wieder, guten Morgen, liebe Jana, immer wieder spannend, doch zu beobachten, wie alles, was einem begegnet sozusagen im Außen, wie alles doch erst im Innen entstanden ist. Und viele von euch wissen ja, dass wir in Stuttgart waren, dass wir einen wundervollen Workshop hatten mit 30 tollen Teilnehmern, sogar drei Männern. Und natürlich im Vorfeld von dem Workshop habe ich schon gemerkt, haben mir einige gesagt, ja, da ist ja was gegen dich im Gange und willst du da nicht mal hinschauen? Und ja, wir haben hier Nachrichten in WhatsApp-Gruppen, wo gewettert wurde, wo halt Leute versucht haben, mir zu unterstellen, dass ich Dr. Joes Sachen unterrichte. Und ich wollte eigentlich damit überhaupt nichts zu tun haben. Er hat gesagt, nö, brauche ich nicht zu wissen, ich mache mein Ding. Ich weiß ganz genau, dass ich nicht Dr. Joe Dispenzas Lehre unterrichte. Aber ich muss natürlich zugeben, es war schon, also unsere Gefühle sind ja das, was kreiert, oder? Wir können unsere Gedanken leicht zur Seite schieben, aber das Gefühl bleibt oft. Und dieses Gefühl ist natürlich die Kraft der Kreation. Und was war das Gefühl dahinter? Und das habe ich nicht angeschaut. Dieses Gefühl habe ich eigentlich nicht anschauen wollen. Und habe immer gesagt, ich will dem Ganzen, ich wurde dann auch angesprochen im Workshop und ja, wieso reagierst du nicht und wieso sagst du nichts dazu? Und dann habe ich halt gesagt, ja, weil ich dem gar keine Aufmerksamkeit schenken möchte. Ich will das nicht begießen, ich will das nicht wachsen lassen, diese Hetzerei und so. Aber mein Körper, mein Inneres hat dem natürlich trotzdem Aufmerksamkeit geschenkt. Und ich war so beschäftigt mit dem Workshop und ich wollte, ja, aber es war immer schon, ich habe schon gemerkt, da kamen immer schlechte Gefühle auf. Aber ich wollte mich irgendwie dem nicht widmen, weil ich gedacht habe, jetzt, du hast so ein tolles Wochenende vor dir und lass dich davon nicht einschüchtern, so wie man halt so mit sich redet. Aber das Gefühl ist geblieben und das Gefühl ist einfach dieses Essentielle. Und als es dann alles passiert ist und ich gesagt habe, okay, was löst das für ein Gefühl in mir auf? Und dann war das ganz klar die Antwort, ich werde abgelehnt, oder? Ich werde abgelehnt. Und das ist ein ganz, ganz tiefes Gefühl gewesen, auch noch in mir aus meiner Geschichte. Und ich nehme es sogar an, aus meiner Ahnengeschichte, aus meiner familiären Geschichte, ich werde abgelehnt. Und ja, dieses Gefühl wollte ich halt natürlich überhaupt nicht anschauen, weil ja auf der anderen Seite so viele Menschen da waren, die sich gefreut haben auf mich und mit mir zusammen diesen Workshop zu begehen. Und ja, da hat es irgendwie keinen Platz oder ich habe dem keinen Platz gegeben. Ich übernehme auch volle Verantwortung. Ich habe dem keinen Platz gegeben, mich damit auseinanderzusetzen.
Aber das Gefühl ist natürlich gewachsen und gewachsen und gewachsen und ich habe das gelassen und habe im Außen so getan, ja, und das macht mir nichts aus, aber logisch hat es mir was ausgemacht, aber ich wusste echt nicht, wie ich wirklich damit umgehen sollte in dieser Situation. Dann habe ich halt das weggedrückt und dann wegdrücken heißt ja nicht, dass es weg ist, oder? Sondern das brodelt halt im Untergrund und dieses Gefühl war ja nicht neu, oder? Ich könnte ja hier jetzt noch 2 Stunden darüber erzählen, was ich für Situationen in meinem Leben erlebt habe, die auf Basis dieses Gefühls, ich werde abgelehnt, entstanden sind. Da sind natürlich ganz, ganz viele Situationen, die entstehen und natürlich auch hat es ganz, ganz viel Überwindung jedes Mal für mich gekostet. Erstens mal diese Gruppe zu gründen, dann live zu gehen, wirklich meine Message rauszuhauen auf meine individuelle Art und Weise. Das ist nicht so, dass das für mich super flockig war immer, aber ich habe gewusst, es kann nicht sein, dass ich jetzt eine bin, die abgelehnt wird, oder? Und es gibt 1000 andere auf diesem Planeten, die angenommen werden und die was zu sagen haben und die Menschen weiterbringen und Perspektiven eröffnen und inspirieren. Und es war für mich irgendwo so ein Herzenswunsch, da aus mir herauszutreten und wirklich diese Dinge zu tun und zu sagen und ja, auch mir selber zu beweisen, dass ich ja nicht die bin, die abgelehnt wird. Und ja, wie ihr das selber wisst, oder dann macht man große Schritte, diese Leaps of Faith und sagt, so, und jetzt mache ich es einfach. Und dann geht man einen Schritt weiter und das Gefühl wird langsam eingedämmt, aber es wohnt halt noch in einem. Und es ist nicht so, dass es plötzlich weg ist, oder? Das kommt immer wieder mal nach oben. Diese Gefühle, die wir in uns tragen und diese Überzeugungen, diese tiefen, tiefen Überzeugungen, die wir über uns selber haben, die sind ja da. Die sind manchmal ein bisschen größer und manchmal weniger groß. Und das ist auch unser Weg, oder? Diese Gefühle, die sich immer wieder im Außen zeigen, in irgendwelchen Ereignissen, in irgendwelchen Geschichten, dann doch konkret anzuschauen und zu sagen, wow, und all das, was ich tue und ich habe trotzdem noch das Gefühl, dass ich abgelehnt werde und 30 wunderbare Menschen in Stuttgart, die einen super Tag hatten und für mich nach Stuttgart gekommen sind, um mit mir zusammen, ich sage nicht für mich, sondern um mit mir zusammen ihr Leben zu kreieren und ihre Persönlichkeit zu transformieren. Aber das Witzige ist ja, dass wird denn gar nicht so angenommen und aufgenommen, wenn dieses andere Gefühl im Hintergrund doch so präsent ist und so brodelnd ist. Und das ist schön und man freut sich, aber man kann nicht wirklich, das ist das, was einen vor dieser grenzenlosen Ekstase oder dieser grenzenlosen Freude, die man eigentlich spüren könnte, zurückhält. Das sind diese konträren, gegensätzlich laufenden Gefühle, die da sind und die die einem einfach immer wieder zurückhalten und sagen, ja, ich darf mich jetzt nicht so wahnsinnig freuen, das ist zwar so riesenschön und großartig, aber da ist ja noch dieses Gefühl, ich werde abgelehnt. Das mache ich natürlich nicht bewusst, sondern das macht mein System. Mein System macht es und hält mich quasi auf dem Platz, hält mich zurück, hält mich immer noch dort, wo die Vergangenheit noch stärker ist als die Zukunft, sage ich jetzt mal. Und jetzt fragt Diana mich, reicht anschauen, um das zu ändern? Also anschauen und wahrnehmen und sich bewusst werden, bewusst sein, das ist ja der neue tolle Name unserer Gruppe, oder? Bewusstsein, sich bewusst sein, wie die Dinge laufen und dass die Dinge laufen. Das ist für mich der erste entscheidende Schritt, dass ich kapiere, was da läuft, was in mir innen läuft, oder? Das ist ja das auch, was wir in den Meditationen machen. Wir schauen in uns hinein und merken, dass da Schönes ist und dass das die Wahrheit ist in uns. Und wenn wir aber merken, dass diese Wahrheit getrübt wird durch die Vergangenheit, die wir immer noch mittragen, dann ist der erste Schritt tatsächlich einfach nur hinzuschauen und zu sagen, ja, warum fühle ich mich denn so abgelehnt jetzt in meinem Beispiel?
da sind ja tausend Beweise, dass ich angenommen bin. Und in mir ist trotzdem noch dieses tiefe Gefühl, dass ich abgelehnt werde. Und die Erinnerung an so viele Situationen und Begegnungen, in denen ich mich so abgelehnt gefühlt habe. Aber dann das bewusste Wissen, dass dieses Gefühl, abgelehnt zu werden, eigentlich schon die frühe Ursache war, dass all diese Dinge überhaupt passieren konnten, in denen ich mich wieder so abgelehnt gefühlt habe. Das ist ja schon mal der erste Schritt, oder? Und der zweite Schritt ist zu wissen, dass niemand von uns irgendwie falsch oder nicht in Ordnung oder nicht gut ist oder ablehnenswert ist, sondern wir sind ja alle per se nur allein durch unsere Geburt, weil wir hier sind, um durch unser eigenes Sein unseren Beitrag zu leisten, unsere eigene Perfektion in die Welt rauszubringen und rauszutragen und eben, viele sagen, das Ego zu transformieren oder die Geschichte zu transformieren und vor allem diese niederen Gefühle zu transformieren. Eben Angst, abgelehnt werden, zu werden, nicht gut genug zu sein, verraten zu sein, all diese starken Gefühle, die natürlich mit unserer kollektiven Geschichte, mit unserem kollektiven Bewusstsein verbunden sind. Wir sind ja alle Menschen in unserer Vergangenheit sind ja dem gleichen Scheiß aufgesessen und der gleichen Lüge, wo der Verstand einfach versucht hat, in seiner kleinen möglichen Art und Weise die Dinge zu verstehen und Rückschlüsse zu ziehen und analytisch zu sein und eben nicht in der Wahrheit, hallo Daniela grenzenlos, passt gut, in der Grenzenlosigkeit unserer Möglichkeiten zu leben, sondern in der Begrenztheit unseres Verstandes, unseres Verstehens, unserer analytischen Ader zu leben. Wir haben es ja völlig vergessen, diese Anbindung an die Grenzenlosigkeit, an die endlosen Potenziale, die uns zur Verfügung stehen. Und darin haben sich natürlich immer wieder Menschen erinnert, oder? Denk doch mal an Buddha und die christliche Geschichte und all die, die auch gehetzt worden sind und so weiter, weil sie eben aus der Box herausgedacht haben, weil sie halt sich daran erinnert haben, dass wir viel, viel mehr sind und dass da viel, viel mehr in uns steckt und unsere Schöpferkraft. Und niemand hat sich wirklich so klar und direkt getraut es zu sagen, oder? Alle haben das immer so ein bisschen verheimlicht und gesagt, ja, du musst halt da dabei sein. Und jetzt kommen wir zu einem Zeitpunkt in unserer Geschichte, in dem wir einfach offen raushauen und sagen, wie ist es? Und jeder Einzelne, der muss nicht Buddhist sein, der muss nicht Christ sein und nicht Moslem und was weiß ich nicht, als jeder Einzelne, dank Dr. Joe Dispenza wird es so klar ausgesprochen, kann sich verbinden und kann schöpfen und kann sein, was er will. Und es gibt immer mehr Stimmen, die das einfach rausposaunen. Und ich bin ja viel auch auf Englisch eigentlich unterwegs. Das war ja so der Anfang meiner Geschichte. Ich habe gesagt, ich habe so viele Beweise, dass es so funktioniert. Und auf Englisch wird das alles so klar und deutlich ausgesprochen. YouTube-Channels und Facebook und alle sind da und reden. Und da kann man sich dieses Knowledge einfach holen von so vielen Menschen, was so wichtig ist, oder? Dass immer wieder Leute sagen, hallo, du bist nicht ausgeliefert, du bist Schöpfer, du bist nicht Opfer. Und das musst du immer wieder hören und hören und hören und brauchst ein Umfeld dessen, das dich immer wieder darin bestärkt. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich gesagt habe, so, jetzt öffne ich den Mund mit einer deutschen Stimme und bring die, die eben das Englische nicht so gut beherrschen oder Respekt davon haben, auch noch mit ins Boot. Das war meine Mission. Und ja, hinschauen. Nochmal die Frage von der Jana. Was schaue ich jetzt hier genau? Hinschauen ist das Erste und das Verstehen, wer wir wirklich sind und uns zu erlauben, zu sein, wer wir wirklich sind. Und uns nicht irgendwie wieder durch diese Rückschläge zu sagen, oh ja, ich werde ja doch nicht akzeptiert und es ist doch falsch, was ich mache und so weiter, sondern sich immer wieder darauf besinnen, dass halt ein Aspekt von mir war, der immer noch geglaubt hat, ich bin nicht gut genug oder ich werde abgelehnt und es ist nicht gut, was ich tue, weil das nicht akzeptiert wird. Und da wirklich sich drauf zu fokussieren, wo will ich hin und wo sind noch so viele Menschen mit mir zusammen? Und wir haben es gespürt, diese Gemeinschaft und auch diese Gemeinschaft hier,
Es geht nicht darum, dass ich jetzt in erster Linie meine Coachings verkaufen muss. Ich verkaufe meine Coachings aber von ganzem Herzen. Und es hat wirklich jedes Mal neue Freundschaften gegeben. Und es ist einfach schön. Und so darf ich leben und so darf jeder leben. Und jeder darf da raustreten. Und es geht nicht darum, dass ich jetzt toll bin oder was weiß ich nicht was. Sondern es geht darum, dass wir alle so toll sind und jeder auf seine Art und Weise. Und ich habe mir hier jetzt eben noch aufgeschrieben, wo habe ich es hier? Es gibt schon alles, aber nicht den Mix mit dir. Weil wir können ja gar nichts Neues erfinden, weil es gab ja immer schon alles im Raum der unbegrenzten Möglichkeiten. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt die super Erfinder sind eines neuen Ansatzes. Glaubt mir, ich habe Jahrzehnte langsam schon geforscht und versucht, das Neue zu finden und nachher kommt alles auf das Gleiche raus und wir leben einfach in der Schöpferwelt. Wir sind einfach Schöpfer und das lässt sich einfach nicht leugnen, jeder von uns. Genau, wir sind in einer Welt von Co-Creators, ganz genau, Isabel. Was schreibt sie noch? Oh je, das ist ein bisschen viel, das kann ich jetzt gar nicht so lesen, aber es geht wirklich darum, dass es so viele verschiedene Ansätze gibt, aber egal welchen Ansatz wir nehmen, welchen wir verfolgen, der geht einfach auf die Tatsache zurück, wir sind Schöpfer, wir sind verbunden mit der Unendlichkeit aller Möglichkeiten, in denen alle Möglichkeiten schon vorhanden sind. Also wenn ich jetzt irgendwo in irgendwas reingehe, in ein Wissen, dann kann das nicht mein Wissen sein, weil es ist gesamtes Wissen und das sage ich auch immer wieder, das, was ich jetzt hier rauslasse, das kommt nicht aus meinem kleinen Verstand, sondern das ist etwas, was von oben aus dem Raum der unendlichen Möglichkeiten jetzt gerade aus meinem Mund rauskommt und jeder macht es mit seinem Mix, aber es ist nichts Neues und sucht nicht was Neues. Traut euch die Dinge, die euch ansprechen, mit denen ihr resoniert, rauszubringen ins Leben und das zu sein und einfach zu sagen, das ist mein Mix und das ist okay und gut. Und auch das, was Dr. Joe Dispenza macht, das ist sein Mix. Aber er hat es nicht erfunden, er kann es gar nicht erfinden, weil es war ja schon immer da. Alle haben Zugriff auf das, aber so wie es er macht, mit seiner Meditation, mit seiner Stimme, mit seiner wissenschaftlichen Untermauerung, das ist einfach sein Ding, das ist sein Mix. Und das ist, was viele von uns abhält, in unsere Kraft und in unser Potenzial zu gehen, dass wir sagen, ja, das machen ja andere schon, ich kann das nicht. Es gibt nichts Neues und es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber so wie es du machst, mit deinem Mix, auf deine Art und Weise, ist es neu und einzigartig, weil du bist einzigartig. Jeder von uns ist einzigartig und es gibt nichts zu suchen, irgendwo da draußen, was es nicht schon gibt, weil in der Unendlichkeit aller Potenziale, die jetzt schon existieren, was willst du Neues finden? Und das hat mich so lange auch davon abgehalten, das zu tun, was ich jetzt tue, weil ich immer gedacht habe, oh, ich muss was Neues machen, ich muss was ganz Spezielles machen, ich kann doch nicht einfach auf den Zug aufspringen. Aber es gibt alle Züge schon. Aber es gibt es nicht im Mix mit mir. Und das ist das, was ich heute sagen will. Und ich mache jetzt so weiter und ich finde es so grandios. Die Leute, die noch da sind, weil das war auch etwas, was mich eigentlich ein bisschen, ja, auch zurückgehalten hat, weil ich auch diese Energie gespürt habe und sagt, ja, es ist nicht ganz in Ordnung, was du hier machst, oder? Scheint nicht ganz in Ordnung zu sein, was du hier machst. Habe ich irgendwie so in mir gespürt und das hat auch wieder dazu geführt, dass ich, ja, dass meine Inspiration ein bisschen zurückgegangen ist und dass ich ja irgendwie mir tatsächlich gewünscht habe, dass es zu einer Bereinigung und dass es zu einer Klarheit kommt, die ich mir eigentlich gar nicht auf diese Art und Weise eingestanden hätte. Die aber da war, dieser Wunsch danach war offensichtlich da, sonst wäre es nicht dazu gekommen. Und jetzt im Nachhinein, wie man immer so schön sagt, im Nachhinein sieht man es klarer, muss ich sagen, ja, es war so. Und es ist immer so, egal was euch begegnet im Leben, wo ihr denkt, hey, oh nein, Gott, keine Ahnung, der hat sich von mir getrennt oder ich bin gekündigt worden. Glaubt mir, zuerst war in euch der Wunsch vorhanden, dass ihr euch trennt von dieser Situation oder von diesem Job oder von dieser Partnerschaft, weil sonst kommt es nicht dazu, auf gar keinen Fall.
Weil wir sind die Schöpfer, 100%, und diese 100%ige Verantwortung zu übernehmen, das ist der allererste Schritt. Und sich dafür nicht zu verurteilen, für all diese Kreationen, die vielleicht gerade nicht so nett und angenehm sind, sondern zu sagen, ja, das ist in mir. Und was in mir ist, wird im Außen gezeigt, und das Außen, dem bin ich super dankbar, dass es meine Reflexion ist und mir erkennt, was in meinem Innen ist. Und dann kann ich das hinterfragen und sagen, ja, und warum will ich das? Was sind die Gefühle dahinter? Was sind meine Intentionen, meine klaren Intentionen? Weil diese muss ich rausfinden, diese klaren Intentionen. Das ist auch bei Dr. Joe immer wieder in den Meditationen, die klare Intention. Und die meisten Menschen nehmen sich eben nicht die Zeit oder geben sich nicht die Erlaubnis, diese klare Intention hinter ihrem Handeln rauszufinden. Was will ich wirklich? Und sich das zu erlauben. Und nicht sagen, ja, das darf ich nicht wollen, oder, oh, das wäre ja großkotzig, oder das wäre ja egoistisch, wenn ich das wollen würde. Das ist Quatsch. In einem Raum der unendlichen Möglichkeiten dürfen wir alles wollen. Und nochmal, wir nehmen nichts irgendjemandem weg, weil alles ist unendlich verfügbar. Und das, was für uns verfügbar ist, im Mix mit uns selber, mit Mix mit uns, das geht es nur einmal, und das dürfen wir annehmen. Und zwar grenzenlos und ohne schlechtes Gewissen. Und das, diese Erlaubnis uns zu geben, das ist so, so wichtig. Und ja, wie gesagt, meine weiteren Ideen. Ich möchte tatsächlich einen Think Big Club gründen. Und zwar geht es wirklich darum, dass da Leute, die einfach sagen, ja, ich gebe mir eben genau diese Erlaubnis, und ich möchte mit anderen zusammen das kreieren, und zwar grenzenlos, wirklich groß werden, keine Ahnung, Millionär werden, Nobelpreisträger werden, was auch immer einem beschäftigt, und man denkt, wow, das wäre ich gerne, aber ich erlaube es mir nicht, oder ich denke mir, mein Gott, spinnst du, was hast du denn für Ressourcen dazu? Wir haben alle für alles Ressourcen. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich das auf die Beine stellen will, aber diesen Think Big Club will ich so als Think Tank, wie das auf Englisch heißt, wo man wirklich zusammen ist und sich ganz krass traut, alles auszusprechen, weil das ist eins der wichtigen Dinge, dass man ausspricht, mit anderen sich traut, darüber zu reden, wer man sein will, respektive wer man ja schon ist, weil es gibt ja nur jetzt, diesen Moment. Und das ist so entscheidend, dass man aufhört, sich klein zu machen, weil man Angst hat, dass die anderen neidisch werden könnten oder missgünstig werden könnten. Weil ihr seht ja, es liegt nicht daran, was man tatsächlich macht, sondern wie man sich fühlt. Und das ist das, warum andere neidisch und missgünstig werden, weil wenn ich sage, oh, ich bin neidisch, ich werde abgelehnt, es ist nicht gut genug, was ich mache, dann kommen Neider und Missgünste auf das Boot. Aber wenn ich ganz klar dastehe und keinen Zweifel dran habe, dann kommen die nicht. Es ist echt so. Und in diesem Think Big Club, da ist meine Idee einfach, dass wir uns gegenseitig sagen, hey, es gibt nichts Großartigeres als dich, und du kannst so großartig sein, wie du willst. Du musst keine Angst haben vor negativen Konsequenzen, solange du weißt, dass du absolut perfekt, gut und in Ordnung und großartig bist. So, das ist die eine Idee. Dann ist die andere Idee natürlich, bald wieder einen Workshop auf die Beine zu stellen, über 2 Tage, mit viel, viel mehr Zeit, um zusammen zu sein, um auch zusammen zu meditieren, zusammen zu üben, sich auszutauschen. Genau, und dann habe ich noch so eine Idee, Joy Junkie ist einfach so das Schlagwort, Joy Junkie, weil diese höheren Emotionen, die sind so wichtig, das ist das Benzin unserer Kreation, wir müssen die kultivieren, wir müssen die erlauben, wir müssen die lieb haben, wir müssen die nach außen tragen, ohne einzigen Grund. Und ja, ihr wisst ja selber, oh, Joy Junkie, was ist das für, was hat der genommen, was hat die genommen, weil die so happy ist? Es muss das neue Normal sein, dass Leute so happy durchs Leben laufen. Es muss das neue Normal sein, dass wir alle Joy Junkies sind, einfach weil wir sind und nicht weil, ja, was so Tolles passiert ist. Ja, das war eigentlich wirklich jetzt endlich von meiner Seite. Ich schaue jetzt mal hier, ich sehe überhaupt keinen Kommentar auf dem iPad, okay. Habt ihr noch Fragen oder was? Dann schreibt sie mir. Wenn ich es hier auf dem Handy sehe, dann kann ich die auch wirklich beantworten.
Was habe ich denn hier noch? Super Idee, Think Big Club, yes. Habt ihr noch Fragen irgendwie zu dem Thema oder irgendwas? Sonst könnt ihr das auch immer nachher noch schreiben in den Kommentaren. Wenn ich es beantworten kann, dann mache ich es. Wenn es andere beantworten können, dann machen die es auch. Das ist ja das Coole. Und meine Worte sind ja nicht immer die richtigen Worte für alle. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt und ganz im vollen Vertrauen, dass alles gesagt und rausgehauen wurde, was jetzt an dieser Stelle zu sagen ist. Und ich freue mich auf euch und auf unsere wahnsinnig geniale Zukunft, die für jeden da ist. No limits. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und noch einen schönen Feiertag. Und alles Liebe. Bye, bye.